Oh, du scheiß Dreckskarre! Es sind nur noch 200 Meter, so tief ist der Schlamm noch gar nicht, jetzt mach! Oh Gott! Hey! Sind wir stecken geblieben, oder was? Moin moin und hallo zu Game 2. Ich bin Nils und das ist Eddie, falls man es nicht erkennt. Die Leute kennen mich doch. Ich war vorletzte Folge schon hier. Nur du bist neu. Ach so, na gut. Ja, dann sind hier die Themen. Moving out, Wohnungsumzug kann auch Spaß machen. Dann haben wir noch einen Bericht über die Gaming-Welt in Zeiten von Corona. Los geht's aber mit SnowRunner. By the way, findest du den Namen nicht auch irgendwie irreführend? Ich dachte immer, MudRunner und SnowRunner sind Rennspiele. Ja, ich auch. Aber dank Tim sind wir jetzt ein bisschen schlauer. Der hat sich SnowRunner nämlich mal angeschaut und so viel vorweg, schnell ist da gar nichts. Na? Seid ihr noch da? Dann habt ihr schon mal gute Voraussetzungen, mit SnowRunner Spaß zu haben. Im Schneckentempo durch die Prärie eiern macht nämlich ungefähr 90% der Spielzeit aus. Solltet ihr euch also schon mal dran gewöhnen. Das ist aber nichts Schlechtes. Wenn man sich erst mal drauf eingelassen hat, macht diese schlammige Odyssee nämlich verdammt süchtig. Ich bin stolz darauf, den LKW zu fahren. Ich bin stolz darauf, ein Dracker zu sein. Wie schon im Vorgänger MudRunner müsst ihr hinterm Steuer tonnenschwerer PS-Monster Waren von A nach B bringen. Das Problem? Befestigte Straßen sind Mangelware. Stattdessen gibt's Schnee, Matsch, Wasser, Geröll und Eis, soweit das Auge reicht. Ein 30 Quadratkilometer großer Traum für Offroad-Trucker, die sich vom Gesang durchdrehender Reifen in den Schlaf säuseln lassen. Verglichen mit dem Vorgänger bietet SnowRunner neben einer viermal so großen Karte und den namensgebenden Schneelandschaften auch doppelt so viele Fahrzeuge, verschiedene Warentypen wie Metall oder Ziegel und abwechslungsreichere Missionen. So viel vorweg, in den drei Gebieten Taimir, Alaska und Michigan könnt ihr mehr Zeit versenken, als euch lieb ist. Auf jeder Map gibt's haufenweise Upgrades oder versteckte Fahrzeuge zu entdecken und Aufgaben zu erledigen. Allein in Michigan warten sage und schreibe 82 Missionen und eine davon kann schon mal eine halbe Stunde dauern, wenn ihr mit eurem Truck mühsam Zentimeter für Zentimeter durch den Matsch kriecht. Das Spiel denkt dabei auch gar nicht daran, euch unter die Arme zu greifen. Pro Map gibt's nur einen Punkt, zu dem ihr schnell reisen könnt: die Werkstatt. Wenn euch mal der Sprit ausgeht, ihr hoffnungslos festgefahren seid oder euch der Motor absäuft, geht's immer wieder zurück zur Werkstatt, egal wie weit die von eurem Ziel entfernt ist. Und eure Ladung kommt dabei nicht mit. Die müsst ihr danach wieder neu einsammeln. Bevor ihr eine Mission angeht, solltet ihr also überlegen, welche Route ihr nehmt, ob ihr das richtige Fahrzeug dafür habt und wo ihr die Ware herbekommt. Während ihr in anderen Spielen alles mundfein vorgekaut bekommt, müsst ihr euch in SnowRunner die Infos auf der Karte selbst holen und eure Route manuell abstecken. Mehr als ein paar nichtssagende Questmarker schenkt euch das Spiel nicht. Aber hey, das kann einen echten Trucker nicht erschüttern. Sicht weg, Gas weg, bevor es richtig knallt. Und du machst Bekanntschaft mit einem Baum im Wald. Sicht weg, Gas weg, sieh das bitte ein. Es soll doch nicht die letzte Fuhre sein. Habt ihr also eure Route festgelegt, geht's ans Eingemachte. Steckt ihr erstmal fest, müsst ihr die wenigen Trümpfe, die ihr habt, klug ausspielen. Der feinfühlige Einsatz des Gaspedals, behutsames Manövrieren, Aktivierung von Allradantrieb und Lastengang. Immer auf der Suche nach dem kleinen bisschen Traktion, das euch ein paar Zentimeter weiterbringt. Doch wenn's wirklich brenzlig wird, hilft euch nur eins. Die einzig wahre Trucker-Allzweckwaffe. Der echte Star des Spiels. Die Winde. Habt ihr irgendetwas um euch herum, an dem ihr eure Winde befestigen könnt, seid ihr fein raus. Echte Probleme bekommt ihr nur, wenn es mal nichts zum Festhalten gibt. Dann helfen euch nur Upgrades. Vom Motor, Getriebe und Reifen bis hin zur Optik könnt ihr eure Trucks in der Werkstatt nach Belieben umbauen, vorausgesetzt ihr habt die Upgrades freigeschaltet.
Manche findet ihr auf den Maps, andere schaltet ihr per Levelaufstieg frei. Das ist allerdings äußerst müßig. Ohne gute Reifen kommt ihr im tiefen Schlamm nicht weit, die schaltet ihr aber erst per Levelaufstieg frei. XP kriegt ihr wiederum fürs Abschließen von Missionen, was aber schwierig ist, wenn man die ganze Zeit im Matsch stecken bleibt. Ein frustrierender Teufelskreis, der einen das Trucker-Cap dann gerne mal gegen eine gute alte Hasskappe tauschen lässt. Oh Mann! Oh, du scheiß Dreckskarre! Es sind nur noch 200 Meter, so tief ist der Schlamm noch gar nicht jetzt. Mach! Oh Gott! Hey! Sind wir stecken geblieben, oder was? Offensichtlich ja. Ey, langsam, jetzt nicht so frech werden, ja? Was hast du überhaupt für eine Rostlaube unter dem Arsch? Das kann ja nichts werden. Das ist ein Fleetster, 2070A, den habe ich gerade neu. Ein Fleetster? Sag mal, da wunderst du dich, dass du stecken geblieben bist, ja? Ist ja da kein Allradantrieb und keine Differentialsperre. Ja, der ist neu, da sind noch keine Upgrades drauf. Die Reifen sind für die Schnellstraße, mein junger Padawan. Die haben ja weniger Profil als du. Die Reifen habe ich noch nicht freigeschaltet, die gibt's erst ab Level 6. Junge, Tipp von mir, schmeiß die Karre weg und hol dir eine, wo die Reifen schon drin sind, ja? Und klick jetzt mal auf Bergen, das bringt ja nichts. Also ich muss los zu meiner Frau, die wartet beim Essen und mit einer Birle. Und ich hab Durst, ich sage mal so, ich hab immer Durst. Ja, fahr weiter. Das ist auch so ein Idiot, ey. Wieso kann man so dumm sein, ey? Tja, das muss man erst mal wissen. Anstatt ewig auf den Levelaufstieg zu warten, um endlich Offroad-Reifen kaufen zu können, kann man sich nämlich auch einfach einen Truck kaufen, der die Reifen schon hat. Und hier kommt die etwas merkwürdige Ökonomie von SnowRunner ins Spiel. Nichts verliert an Wert. Verkauft ihr einen Truck, könnt ihr ihn für die exakt gleiche Summe wieder zurückkaufen. Also einfach alles verkaufen und in den Supertruck investieren und schon brettert ihr durch den Sumpf, als wär's der Nürburgring. Noch einfacher geht's, wenn ihr für 3,99 € im Echtgeld-Shop das High-Roller-Paket kauft. Der darin enthaltene Truck wischt mit den Rostlauben, die ihr am Anfang bekommt, nämlich den Boden auf. Klingt nach Pay-to-Win. Ist es auch. Wenigstens gibt's momentan nur zwei Fahrzeuge, die ihr für Echtgeld kaufen könnt. Und ganz ehrlich, ein echter Trucker würde sich den Sieg gegen die Natur eh niemals erkaufen. Don't touch my truck. Die Faszination an SnowRunner ist schwer zu beschreiben, allerdings auch nicht von der Hand zu weisen. Es ist ein bisschen wie bei Death Stranding oder Animal Crossing. Wenn man's erklärt, klingt es ziemlich stumpf. Wenn man's spielt, macht es aber einen Heidenspaß. Das Gefühl, wenn man sich durch eine schwierige Passage gekämpft hat und der völlig verdreckte Truck wieder auf festem Boden steht, rechtfertigt viele Fehler, die man dem Spiel ankreiden kann. Da wären zum Beispiel die viel zu komplizierten Menüs. Oder die Grafik, die zwar mit äußerst hübsch designter Natur glänzt, auf der Konsole aber etwas verwaschen aussieht. Dazu kommt eine zickige Kamera und hier und da mal ein paar Bugs. Das Fahrgefühl der Scout-Fahrzeuge auf Asphalt ist viel zu schwammig. Und der neue Koop-Modus macht den alten Fehler, Missionsfortschritt nur beim Host zu speichern und alle Mitspieler mit Geld und XP abzuspeisen. Wer aber ein klein bisschen Diesel in den Adern hat, wird all das vergessen, wenn man zum ersten Mal mit einem brandneuen Truck aus der Werkstatt fährt. Dann wird schön wie ein Dreijähriger in die erste Pfütze gehüpft. Kann man alles dumm finden, aber hey, dann seid ihr eben keine Trucker. Ich sagte L, das heißt Leben, so frei sein wie der Wind. K wie Kilometer, die ein Abenteuer sind. Weh wie die Weite durch fernes, fremdes Land, fährst du mit deinem LKW das Steuer in der Hand. Couch-Koop-Spiele haben es gerade nicht leicht, denn schließlich sollen wir uns ja alle nicht so auf die Pelle rücken. Was vor allem dann schade ist, wenn so ein lustiges Möbelpacker-Party-Game wie Moving Out erscheint. Aber man muss Couch-Koop ja auch nicht wörtlich nehmen, man kann es ja auch auf zwei Stühlen spielen. So wie Chris und Sebastian. Gangbeasts, Tools Up, Overcooked, Oh My God Heads und wie sie doch alle heißen. Couch-Koop-Spiele mit der gewissen Prise Chaos stehen seit einigen Jahren hoch im Kurs. Und weil mit Moving Out der nächste Anwärter auf den Thron des Chaos-Koop-Königs erschienen ist, schicken wir unsere eigenen Möbelpacker zur Sonderschicht am Umzugswagen. Na Jungs, ist das was? Fantastisch, ich liebe Umzüge. Umzüge machen einfach jedem Spaß. Ich hoffe, dass wir das gut machen und dass möglichst viele Dinge kaputt gehen, weil zumindest virtuell macht das Spaß. Damit sich der Schaden bei unseren Ausräum-Azubis in Grenzen hält, gibt's zuallererst mal ein paar Basics. Hier flog doch noch irgendwo das alte Einweisungsvideo rum. Ah, da ist es.
Herzlich willkommen zum Videotraining der Smooth Moves Furniture Removalist Family. Im Folgenden erläutern wir Ihnen alle Fähigkeiten, die Sie auf Ihrem Weg zum Furniture Arrangement Relocation Technician. Haha, Fahrt! Schnauze und aufgepasst! Die Sie auf Ihrem Weg zum Furniture Arrangement Relocation Technician brauchen. Erstens, Grundlegendes. Ihre Aufgabe ist simpel. Fahren Sie von Haus zu Haus und räumen Sie alle markierten Gegenstände in den Umzugswagen. Ihr Auftrag wird automatisch beendet, sobald alle Gegenstände sicher verladen sind. Zweitens, arbeiten Sie als Team. Manche Gegenstände können alleine nur sehr langsam bewegt werden. Um den Job effektiv und zeiteffizient zu erfüllen, ist Teamwork Pflicht. Und schnelle Auftragserfüllung belohnt die Smooth Moves Furniture Removalists Family mit wertvollen Preisen. Drittens, nutzen Sie Ihre Fähigkeiten. Gegenstände können nicht nur getragen, sondern auch geworfen werden. Bilden Sie also effektive Ketten, wählen Sie Abkürzungen und teilen Sie sich die Arbeit auf. Und jetzt viel Erfolg. Fantastisch. Also das Tutorial haben wir schon mal drauf. Ja, ich glaube, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Auf zu Haus Nummer 1. Erst die großen Sachen? Ja. Hier das gelbe Sofa direkt nach. Die beiden sprechen sich schon mal ab. Grundregel Nummer 2 haben sie also kapiert. Auch wenn das mit dem Werfen noch nicht so hundertprozentig rund läuft. Ah, ich häng fest. Und Nee, ich muss in die Seite. Jetzt. Ich glaube, wir sind zu nah am Fenstersims. Ja. Yep, seid ihr. Und auch wenn es beim Bett kurze Zeit später noch leichte Timing-Probleme gibt. Und 1, 2, 3, 4. Achso, von hier. Shit. Läuft's insgesamt doch ziemlich rund. Ein paar Kommunikationsprobleme, mal ausgenommen. Auch einfach werfen ist das Beste. Ja. Aua! Oh, sorry. So oder so, am Ende steht, wer hätte das gedacht, ein ziemlich gutes erstes Ergebnis. Ha, das ist das Letzte. Ja! Yes! Yeah! Geil! Ich glaube, es waren noch 13. Boah, Gold. Golden Mover. Ah. Was für ein tolles Konditionstraining. Ich bin in Schweiß ausgebrochen. Ich habe einen Stuhl zerbrochen. Beste Antwort ever. Ja, da scheint Chris' Hirn wohl noch etwas von Glückshormon überflutet gewesen zu sein. Solcherlei Gags gibt's nämlich regelmäßig und, ach, naja, hier eine kleine Auswahl. Was ist das Problem mit dem Verpacken von Erdnüssen? Die sehen nicht wie Erdnüsse aus. Sie schmecken auch nicht wie Erdnüsse. Beim nächsten Mal sollten wir den Pool mit Wackelpudding füllen, dann können wir drüber laufen. Über Wackelpudding kann man nicht laufen, man würde darin stecken bleiben. Dann würde ich mich einfach herausessen. Norm, Norm, tschüss. Vielleicht möchte Lenny sich mein Tonband anhören. Oder mein Packband. Es hört sich ungefähr so an. Da schüttelt es einen so. Ja, es ist echt. Also, das darf man auch mal sagen, Overcooked hatte die bessere Story. Und dass ich das jemals sage. Ja. Jupp, das sagt schon einiges. Kommen wir also lieber zurück zum Spiel selbst. Da habt ihr jetzt 3 Minuten und 55 Sekunden Zeit für insgesamt 21 Gegenstände. Alles klar? Vor allem, ich frage mich gerade, ob das dann auch scaled, quasi, wenn man das zu viert spielt, ob es dann entweder weniger Zeit oder weniger Gegenstände, mehr Gegenstände, je nachdem. Vor allen Dingen, wie es alleine ist. Also, gibt es einfach keine Dinge, die man zu zweit tragen muss? Das ist ein sehr trauriger Umzug. Das ist alles alleine machen. Eine sehr gute Frage. Schließlich könnt ihr Moving Out, Workarounds wie Steams Remote Play Funktion mal außen vor gelassen, nur lokal mit bis zu 4 Freunden spielen. Einen klassischen Online-Modus gibt es nicht. Und weil das Spiel absolut auf kooperative Runden ausgelegt ist, dürfte klar sein, wie im echten Leben auch, macht alleine umziehen wenig Spaß. Zwar passt das Spiel die zu transportierenden Objekte und die dafür zur Verfügung stehende Zeit an, alleine wird's aber einfach zu unpräzise. Ständig bleibt man in den Türen hängen, weil auf der anderen Seite keiner dreht. Große Möbel werfen geht auch nicht mehr und weil ja genau das... Ah, nein! Du Idiot! ...den Spaß an solchen Spielen ausmacht, sind Runden alleine nur sehr bedingt zu empfehlen. Das wollen wir Moving Out aber auch gar nicht ankreiden, man muss es nur wissen. Einem Tennisball wirft man ja auch nicht vor, dass er sich nicht zum Fußballspielen eignet. Wenn man Moving Out nämlich spielt, wie es gedacht ist, macht es ja auch Spaß. Immerhin gibt's 90 Häuser. Da muss doch eine Menge crazy Kram passieren, oder? Ah, wahrscheinlich kannst du das runtersliden lassen, ne? Das sind so Abhänge, da wo der Schnee liegt. Schwere Sache. Das wäre mal cool. Ja, ist was Neues, ne? Ja, das ist nämlich das, was mir so langsam ein bisschen abgeht, dass da mal irgendwas passiert. Bei Overcooked, da hast du mal eine Welle, die da irgendwie durchspült oder... Variante. Ja, du hast halt schon dadurch, dass halt verschiedene Rezepte gemacht werden müssen. Hier hast du halt nur große und kleine Dinge. Ja. Das immer wieder.
Ja, das mit der Varianz ist so eine Sache. Moving Out braucht für unseren Geschmack nämlich etwas zu lange, um in Fahrt zu kommen. Etwas fordernd verrückter wird's in der Anfangsphase hauptsächlich im VHS-Laden und in der Arcade. Da gibt's nämlich optionale Nebenaufgaben wie knifflige Parcours oder diesen Auftrag, in dem wir etwas aus einem fliegenden Flugzeug schmeißen müssen. Diese coolen Ideen hätte man gerne auf die Standardaufträge übertragen können. Die bleiben für unseren Geschmack nämlich etwas zu unspektakulär. Da ist es erstmal das höchste der Gefühle, wenn man einen Huhn einfangen muss. Erst wenn wir ein paar Spielstunden in die Zukunft springen, gibt's auch ein bisschen mehr Varianz. Wie zum Beispiel hier, wo Geister uns das Leben schwer machen, oder hier, wo sogar etwas gegrübelt werden muss. Ah, da musst du dich auf den Schalter stellen, um die Kacke auszufahren. Jetzt kann einer hier rüber. Und dann musst du drüben. Jetzt muss ich mich hier drauf stellen. Aber pass auf, ich kann auch verrecken. Das gibt bestimmt ein Achievement. Oh Mann, sparen wir uns das Trauerspiel doch einfach und springen direkt zur Action. Aber da kann man doch... Das ging sehr schnell. Hier den Tisch. Ja, warte mal, da kann man doch bestimmt was draufstellen erstmal, oder? Ah, du bist so ein smarter Boy. Naja, smart ist relativ. Aber immerhin können die beiden jetzt in aller Ruhe über die Brücke schleppen, was über die Brücke muss. Später werden diese Schalterrätsel übrigens noch recht komplex. Weil unsere Umzugshelfer aber schon mit kleineren Stolpersteinen zu kämpfen haben... Ja, ich konnte nicht einlenken, ich hab's genau gesehen. Reicht's am Ende trotz mal besserem... Ich habe den Koop drüber geworfen. Geil, das können wir auch so machen. Brauchen wir den? Ja, ne? Und mal schlechterem Teamwork. Oh. Was soll das? Ich wollte eigentlich jetzt weiter auf den Satz abziehen. Immerhin zur Silbermedaille. Bleib du ruhig drüben, gar kein Problem. Ciao. Ganz ausgezeichnet. Ja, es macht schon Spaß jetzt. Ja, doch, es macht schon Spaß. Na, wenn das so ist, dann erzählt doch mal. Wie finden wir Moving Out denn jetzt? Mir hat Spaß gemacht. Also ich muss sagen, mit späteren Level immer mehr. Also ich finde schon von Anfang an ist der Schwierigkeitsgrad recht hoch. Also es ist nicht so wie bei Overcooked, wo du, keine Ahnung, schneide Porree. So, das ist halt super simpel und das wird dann verkompliziert. Aber um hier die Ziele zu erreichen, finde ich es direkt von Anfang an relativ schwer. Also Gold war nie aber es leicht. Ist einfach zu begreifen. Also genau, genau. Das Regelwerk ist super easy. Und ja, nee, also genau, es hätte ein bisschen früher komplexer werden dürfen. Aber jetzt gerade Richtung Ende, so mit den Hindernissen, keine Ahnung, du musst irgendwelchen Haken ausweichen, du musst übers Wasser kommen, du musst dir mal Sachen zuwerfen. Gerade das Werfen, finde ich, das hat man nachher erst so gerafft. Also ich glaube, das ist kein Spiel, das man lange am Stück spielt. Ich glaube, das bietet sich eher dafür an, hier mal ein halbes Stündchen, da mal wieder zwei Häuser, da mal wieder ein Stündchen. Da macht es, glaube ich, richtig Bock. Mhm. Ich glaube, ich könnte es mit dir hier nochmal so ab und an mal für einen Abend so ein Stündchen, zwei mal anzocken. Das machen wir, das machen wir. Ja, gut. Ist ein gutes Fazit. Ja. Gefällt mir. Tschüss. Tschüss. Okay, tschüss. Spannungsaufbau hin oder her. Heute starten wir direkt mit der größten News des Tages, okay? Puh. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 bekommen ein Remake. Wahnsinn, oder? Zur Ankündigung gab's direkt aufgefrischte Spielszenen der Skate-Klassiker zu sehen. Um die Entwicklung kümmert sich Vicarious Visions, die auch schon Crash Bandicoot mit der Insane Trilogy modernisiert haben. Enthalten sind neben sämtlichen originalen Skatern und Levels auch wieder die beliebten Editoren für die eigene Spielfigur und den Skatepark. Das Remaster soll in 4K und mit bis zu 60 Frames spielbar sein. Ab dem 4. September steht das arcadige Skate-Game dann für knapp 45 € für die PS4, Xbox One und den PC in den Läden. Die Pandemie hat ja noch immer weite Teile der Gaming-Welt im Griff. Nachdem wir uns schon von der E3 und der Gamescom verabschieden mussten, folgen jetzt auch die letzten großen Events. Die ursprünglich vom 23. bis 27. Oktober geplante Paris Games Week wurde nun ebenfalls abgesagt. Und auch von der diesjährigen Tokyo Game Show müssen wir uns verabschieden. Aber keine Bange. Genau wie die Gamescom planen die Veranstalter ein digitales Ersatzevent. Und bis September stehen noch eine ganze Reihe weiterer Online-Präsis an. Der Publisher Ubisoft kündigte mit Ubisoft Forward eine Show an, die am 12. Juli Neuigkeiten nach gewohnter E3-Manier verspricht. Für alle Indie-Liebhaber versammeln sich kleinere Entwickler am 6. Juni zum sogenannten Guerrilla Collective. Und auch Big Player wie Electronic Arts, CD Projekt Red und Microsoft haben von Juni bis Juli eigene Präsentationen angekündigt. So, erinnert ihr euch noch an Michas Edelwestern für 50 €? Komm her, du! Warte! Was sag ich dem Boss? Das war ja der Beweis, dass Budget nicht alles ist. Genau wie bei dem ziemlich fantastischen Star Wars Fanfilm Darth Maul Apprentice. Ja.
Der wurde bei YouTube wahrscheinlich mehr gefeiert als Star Wars 9. Und dieselben Leute haben jetzt einen Trailer zu ihrem kommenden Cyberpunk 2077 Film rausgehauen. Eins kann man schon sagen, die Optik wird geil. Aber Krogi, Inhalt ist doch viel wichtiger als Optik. Stimmt. Was aber, wenn die Optik super geil ist? Mit einer Demo der Unreal Engine 5, die in Echtzeit auf der PS5 spielbar ist, zeigte Epic nämlich endlich, wo der Next-Gen-Hammer hängt. Übrigens entwickelt für beide Next-Gen-Konsolen, bevor hier Gezank ausbricht. Also, ich frage euch, habt ihr... Nicht auf die kleinen Grafik, ne? Vor allem zwei Features standen bei der Präsi im Vordergrund. Nanite ist ein neues Rendering-System, das es den Entwicklern erlaubt, extrem viele hochdetaillierte Modelle, wie diese Felsen oder diese Statue, direkt und ohne Abstriche in die Engine zu laden. Dadurch wird eine extrem kleinteilige Level-Geometrie möglich und es gibt auch bei großen Arealen endlich keine Grafik-Pop-Ups mehr. Sogar bei schneller Bewegung. Einfach nur supergeil. Das zweite Engine-Feature nennt sich Lumen und ist eine einfach zu bedienende Beleuchtungsoption für Entwickler. Die ermöglicht trotz des ganzen Detailwahnsinns dynamische Schatten- und Lichtverläufe, ohne dabei die Performance zu killen. Wann wir allerdings erste Spiele mit so einer Prachtoptik sehen, blieb leider offen. Weiter geht's mit dem News-Ticker. Ihr kennt das ja schon. Zack, zack, baller ich hier die Infos raus. Und los! Das tut weh. Pete Hines von Bethesda betonte in einem Tweet, dass man mit Fragen zu Elder Scrolls 6 doch bitte noch mehrere Jahre warten soll. Immerhin, so sagte er nüchtern, gäbe es ja noch nicht mal Infos zu Bethesdas kommenden Rollenspiel Starfield. Da hat er leider recht. Fantastico! Die drei Mafia-Teile werden neu aufgelegt. Nach ersten Informationen scheint Mafia 1 ein vollwertiges Remake mit komplett neuer Technik und erweiterter Kampagne zu werden, das am 28. August erscheint. Die beiden Sequels erhalten wohl weniger aufwendige HD-Remaster, sind ja auch noch frischer. Endlich VR-Nachschub. Sonys Superheldenspiel Iron Man VR erscheint nach der Release-Verschiebung nun endlich am 3. Juli für die PlayStation VR. Teuflischer Tausch. Doom Eternal erhält ein Online-Feature, durch das einzelne Dämonen, die erfolgreich einen Spieler gekillt haben, in die Kampagne eines anderen Spielers übertragen werden. Da dürfen sie dann hochgelevelt weiterranden. Mutti, was zockst du da? Laut einer neuen Studie sind ungefähr 70% aller Mütter Zockerinnen und zocken vor allem, um sich nett zu entspannen. Verständlich. Jetzt kill den endlich mal. Ausgeschummelt. Die viel kritisierte Anti-Cheat-Software vom Taktik-Shooter Valorant zeigt Wirkung. Eine erste Bannwelle sperrte jetzt knapp 9000 Accounts von ehrlosen Cheatern. Neues aus der Gerüchteküche. Laut einem Bericht der französischen Website Actu Gaming steht ein Remaster von Diablo 2 mit dem Titel Diablo 3 Resurrected kurz vor seiner Ankündigung. Entwickler soll dabei angeblich Vicarious Visions sein. Ganz genau, das sind doch dieselben, die gerade am Remaster von Tony Hawk's Pro Skater arbeiten. So, das war's wieder mal mit den News. Also ich habe das Gefühl, die Next-Gen-Suppe fängt so langsam an zu blubbern. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao! Dass Corona unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat, das muss ich euch nicht erzählen. Ich meine, guckt uns an. Wir sind Puppen. Ja, es ist schlimm. Doch wie geht's eigentlich dem Rest der Gaming-Welt, den Entwicklern, den Messeveranstaltern, anderen Content-Creators? Sarah sagt's euch. Sie hat sich nämlich in der Branche umgehört und ein paar Stimmen eingefangen. Covid-19. 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 Covid-19, eine Krankheit, die wir bis vor ein paar Monaten noch gar nicht kannten. Die wir zunächst als weit entferntes Ding begriffen haben, bis sie plötzlich alle Schlagzeilen bestimmte. Fast so wie ein fiktives Schreckensszenario, das wir sonst nur aus Videospielen kennen. Die Gaming-Welt in Zeiten von Corona. Und nein, wir wollen die Corona-Krise natürlich nicht mit irgendeiner Zombie-Apokalypse vergleichen. Fest steht aber, und das weiß jeder von euch am besten, dieser Virus hat einen großen Einfluss auf unser aller Leben. In unserem Redaktionsalltag hat das zunächst eins bedeutet: Schlagzeilenflut. Im Juni fällt die E3 aus? Krass! Lass doch was, 2 verschiebt sich wegen der Pandemie? Krass! Ach, aber die Gamescom, das ist ja noch ewig weit weg. Da kann man sich ja schon Tickets holen. Nee! Die Gamescom haben sich jetzt auch abgesagt! Krass! Auch wir mussten und müssen unsere Sendungsplanung plötzlich immer wieder den Corona-Entwicklungen anpassen. Was für uns vor ein paar wenigen Wochen Arbeitsalltag war, hat sich mit einem Schlag verändert.
Da kommt ein Großteil der Games-Branche auf einen gemeinsamen Nenner. Man sitzt zu Hause oder zumindest räumlich getrennt voneinander. Und das stellt alle vor unterschiedlich große Herausforderungen, je nach Ausgangslage. 84% der Mitglieder des Verbandes der deutschen Games-Branche geben an, die Corona-Krise aktuell noch gut gemeistert zu kriegen. Allerdings sagen auch fast 2/3 der Unternehmen, dass sie kurzfristig negative oder sogar sehr negative Auswirkungen auf ihren Geschäftsbetrieb erwarten. Ich habe Felix Falk, den Geschäftsführer des Game e.V., der unter anderem auch die Gamescom mitveranstaltet, gefragt, wie er die aktuellen Veränderungen einschätzt. Insgesamt bin ich ein positiv auf alles schauender Mensch, sodass ich erstmal denke, dass auch jetzt, wenn wir wirklich große Herausforderungen haben in dieser Krise, dann natürlich auch immer eine Chance drin liegt. Und die Chance besteht gerade für uns, die wir noch nie nicht digital waren. Also Games ist ja das einzige Kulturgut, was von vornherein schon immer digital war. Und diesen Vorteil können wir jetzt ausspielen, indem wir eben auch anderen Bereichen zeigen, dass Digitalisierung was ist, wo große Chancen drin liegen und wo man manchmal auch ein bisschen schneller sein muss, als wir das in Deutschland bisher so gewesen sind und dass wir als Gamesbranche da gute Ideen dafür haben. Und gute Ideen sind wichtig, denn die Herausforderungen, vor denen etwa Entwicklerstudios stehen, sind vielfältig. Wie bei Deck 13, den Frankfurter Machern von The Search und Lords of the Fallen. Die Produktion eines Videospiels ist schließlich ein komplexer Prozess und je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, kann die Corona-Pandemie unterschiedliche Auswirkungen haben. Ja, das macht einen Riesenunterschied. Also das haben wir auch gemerkt. Also glücklicherweise haben wir eine Phase gerade hinter uns, die mehr die Konzeptphase ist, wo man wirklich überlegt, was machen wir überhaupt, wie machen wir das, was sind unsere Features, Tools, Mechaniken. Da haben wir sehr, sehr lange dran gearbeitet, jetzt für das nächste Projekt das aufzusetzen, das zu planen. Und wenn wir das so irgendwie verteilt hätten machen müssen, das wäre nochmal ein ganz anderes Kaliber gewesen. Ja, für uns hätte die Corona-Phase nicht besser starten können, sage ich mal so, auch wenn sich das jetzt irgendwie blöd anhört. Aber das ging tatsächlich. Das war ja gar nicht so dramatisch insgesamt. Die Entwickler von sitzen gerade an einem Level-Editor für Vectronom, während sie auf die Bewilligung von Fördergeldern für ein neues Spiel warten. Das Konzept konnte noch kurz vor der Corona-Phase eingereicht werden. Der Jury konnten sie sich allerdings nicht mehr persönlich vorstellen. Da das natürlich jetzt vor Ort nicht stattfinden kann, wurden alle Teams, also ich glaube alle Teams, ich weiß von einem anderen Team noch, dass die auch gefragt wurden, doch dieses 3-minütige Video da einzureichen, also maximal 3 Minuten, damit es eben trotzdem noch diese persönliche Komponente hat. Die Förderbewilligung ist übrigens noch offen. Kommunikation ist aber ein gutes Stichwort, denn alle Entwickler, mit denen ich gesprochen habe, sagen einerseits, dass ihre Meetings durch die Videocalls eine neue Struktur erfahren haben, weil man sich ja nur zu einem gewissen Thema spricht. Andererseits könnten sie sich aber nicht vorstellen, unter Corona-Bedingungen am Anfang einer Spieleproduktion zu stecken, nämlich dem Brainstorming. Der kreative Austausch im Flur oder der Kaffeeküche fällt weg. Genauso wie ein weiterer wichtiger Treffpunkt der Branche, Messen. Die Tatsache, dass die Gamescom in diesem Jahr nicht physisch so wie sonst auch stattfinden kann, ist, glaube ich, schmerzlich für ganz viele Menschen. Natürlich für uns als Verband, weil das der Höhepunkt des Jahres für uns. Und viele Sachen können wir in dieser Form digital nicht umsetzen. Und wir haben eine Umfrage gemacht unter Mitgliedern, die auch gezeigt hat, ganz viele vermissen die Möglichkeit, auf einer Gamescom wirklich alle treffen zu können, die Termine machen zu können, sich wirklich vernetzen zu können. Wie genau die Gamescom-Digitalstrategie aussehen wird, war zu Redaktionsschluss noch offen. Gleichzeitig fallen Publishern mit den Messen auch riesige Werbeflächen weg und so zeigen sie ihre Spiele vermehrt in eigenen Livestreams wie der Inside Xbox oder dem Summer Game Fest, das von Jeff Keighley als E3-Ersatz angekündigt wurde. Die News unter diesem Banner verteilen sich über die nächsten Monate und nicht wie sonst immer in dieser einen Woche im Juni. Aber nicht nur Spielehersteller, Vertriebler und die Presse fahren diesen Sommer nicht zur Gamescom. Die größte Computer- und Videospielmesse der Welt ist vor allem eins, eine Besuchermesse. Über 373.000 Fans waren letztes Jahr in Köln und darauf muss dieses Jahr verzichtet werden. Ebenso wie auf andere Publikumsmagneten im Gaming-Bereich, zum Beispiel E-Sports-Live-Veranstaltungen. In Europa mit als erstes von der Pandemie betroffen war die IEM 2020 im polnischen Katowice. Die musste Ende Februar ohne Live-Publikum stattfinden. Diese Ankündigung kam so plötzlich, dass tausende Fans schon angereist waren. Die Leute haben sich das dann in den Bars angeguckt, was natürlich dann nach so rückwirkend auch ein sehr skurriles Bild war. Mittlerweile wissen auch 15.000 Counter-Strike-Anhänger, dass sie die ESL One nicht in der Lanxess Arena in Köln, sondern ausschließlich vor dem Bildschirm zu Hause verfolgen können.
was dann weitere finanzielle Einbußen zur Folge hat. Für die Veranstalter, für die Teams, die beispielsweise ihren Merch nicht mehr vor Ort verkaufen können, für die Mitarbeiter von Produktionsfirmen und unter anderem auch für Bühnenmoderatoren. Die sind bei solchen E-Sports-Veranstaltungen vor allem für das Publikum zuständig und springen auch dann ein, wenn es mal zu längeren technischen Problemen kommt. Die Leute, die hier in der Arena sitzen, die muss ich jetzt irgendwie noch unterhalten, weil die haben Geld dafür bezahlt, die sitzen hier vor Ort und die können halt nicht mal schnell irgendwo anders hin. Aber da ja jetzt jeder das Event von zu Hause mit verfolgen muss, denke ich, ist der Need für einen Stage-Host nicht mehr wirklich gegeben, weil man durch die Events ja auch so durchführen kann. Die meisten Leute trifft es total hart, und wen man natürlich auch noch irgendwie in dieser Hinsicht mit nennen muss, sind halt die Fans. Weil man denkt halt immer so, E-Sports ist halt so ein Online-Ding, das kann man halt zur Not auch zu Hause gucken. So. Aber tatsächlich gibt es einem so, so viel, in so einer Arena mit Gleichgesinnten das eigene Team anzufeuern, die Leute zu sehen, zu denken so, hey, das sind Leute wie ich, die feiern das auch, wenn man mein Team irgendwie weiterkommt, ins Halbfinale, ins Finale, vielleicht sogar den Titel holt. So. Das sind für viele Leute prägende Momente, also das ist eine riesige Kultur dahinter. Und ja klar, die sind bereit, dafür Geld auszugeben, und das Geld fließt halt gerade nicht. Wie es der Gaming-Welt allgemein geht, lässt sich gar nicht so einfach zusammenfassen oder pauschal sagen. Auf den ersten Blick sind Videospiele ein rein digitales Medium, welches von den Kontakteinschränkungen ja gar nicht so krass betroffen sein sollte. Aber hinter dem Medium stecken die Menschen, die es produzieren, die ihr Herzblut hineinstecken und die ihre Existenz darauf aufbauen. Und das auch in der heutigen Zeit von Online-Gaming und Downloads, manchmal noch mit Konzepten, die auf den direkten Publikumsverkehr setzen. Wie die Arcade-Halle der VR-Nerds in Hamburg, die von einem Tag auf den anderen schließen mussten. Man redet natürlich nicht unbedingt so gerne darüber, aber es ist halt Fakt. Wir sind halt von 100% auf 0% Einnahmen. Das heißt, unser Geschäftsmodell basierte halt darauf, zum einen unten in der Arcade unsere Sachen zu zeigen. Das war ein Standbein. Das andere war der Vertrieb von TowerTech, und das sind Lizenzen, die wir halt an Arcades weltweit verkauft haben. Und die bleiben in der Corona-Pandemie derzeit auch geschlossen. Was festzuhalten ist, die gesamte Branche arbeitet mit Hochdruck daran, Arbeitsweisen auf die neue Situation anzupassen, an neuen Vertriebs- und Herstellungswegen, um die Produkte auch weiter anbieten zu können. Die Corona-Krise bedeutet für manche den Kampf um die wirtschaftliche Existenz, für alle jedenfalls Veränderung. Gleichzeitig bieten Videospiele Menschen überall auf der Welt in dieser Zeit aber auch Ablenkung. Man sieht es beispielsweise an den massiv gestiegenen Nutzerzahlen auf Steam. Spieler, die im echten Leben auf Distanz gehen müssen, kommen online zusammen und tauchen gemeinsam in eine Welt ein, die ihren eigenen Corona-freien Regeln folgt. Wie lange wir alle von dieser Pandemie und ihren Folgen betroffen sein werden, kann uns derzeit niemand sagen. Aber drücken wir uns und der Gaming-Welt die Daumen, dass diese Krise bald vorbei ist. So, das war's mit dieser geilen Sendung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin abonniert, liked und schreibt uns in die Kommentare. Zum Beispiel, wie ihr SnowRunner findet, ob ihr aktuell noch Couch-Koop-Spiele zockt oder wie ihr die Lage der Games-Branche gerade seht. Und wenn ihr das gemacht habt, dann checkt unbedingt das neue Video vom Bohemian Browser Ballett ab. Die haben nämlich ein Corona-Videospiel gebastelt. Wiederschauen. Eingehauen.